Herzlich willkommen zum allerersten Video auf meinem Kanal hier. Ich bin Sarah, ich bin Medizinstudentin im 9. Semester und hoffe, dass ich euch hier ein paar spannende Einblicke geben kann. Viele hatten mich auf Social Media nach einer Notion-Tour gefragt, da ich da in letzter Zeit sehr aktiv war. Und da das alles in kein kurzes Video passt, dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und mache da mal ein YouTube-Video draus. Ich habe natürlich auch noch nicht alles ausgeschöpft, was man mit Notion so machen kann. Und in der Zwischenzeit, während ich dieses Video geschnitten habe, habe ich auch noch viele andere neue Sachen eingebaut. Aber wir starten jetzt trotzdem erstmal mit einer Erklärung der Basics, einer Vorlage für ein wöchentliches Template und der Erklärung der Datenbanken. Genau, also das hier ist basically it. Mein Dashboard mit dem Verweis auf meine drei Hauptseiten, nämlich zu meiner Promotion, Social Media und Uni. Außerdem habe ich hier einen kleinen Kalender eingebaut zur Übersicht. Da stehen auch keine Termine drin, nur damit ich mich so ein bisschen orientieren kann. Außerdem wöchentliche und monatliche Ziele und eine kleine Uhr. Genau, und darunter wird es dann schon spannend, weil hier nämlich meine wöchentliche To-Do-Liste ist. Und die ist spannend, weil ich hier eine Automation erstellt habe. Das heißt, wenn diese Woche vorbei ist, nehme ich das Ganze, ziehe es hier unten in mein Archiv, gehe hier oben auf Neue Woche und kriege automatisch mein leeres Template so vorformatiert, wie ich es gerne möchte, muss dann halt hier nur noch der Datum und Kalenderwoche eintragen. Genau, und hier unten ist dann eben mein ganzes altes Zeug drin. Ihr seht, so lange nutze ich es auch noch nicht, aber das ist tatsächlich ganz praktisch. Ja, und hier unten muss noch gebaut werden, also das kann man ignorieren. Dann die einzelnen Seiten. Bei der Uni gibt es tatsächlich nicht so viel zu sehen, da kann ich euch nicht so viel zeigen, außer meine Master-To-Do-List mit dem Teil, der für die Uni wichtig ist. Das könnt ihr euch mal merken, denn diese Master-To-Do-List ist auch Teil meiner Social-Media-Seite. Allerdings wird hier nur der Teil, der für Social-Media wichtig ist, angezeigt und auch noch ein paar mehr Deadlines. Ich kann euch das Ganze ein bisschen genauer an meiner Promotionswebsite zeigen. Grundsätzlich ist sie so aufgebaut, dass ich hier oben eben wieder meine Master-To-Do-List habe und unten noch so ein paar Verweise zu weiteren Websites, wo ich Notizen mitschreibe oder Kontaktdaten, solche Sachen. Genau, das Coole an meiner Master-To-Do-List ist jetzt, dass ich vor allem hier mal diese Haken habe. Das heißt, wie eine To-Do-List, wenn ich was erledigt habe, kann ich das abhaken und es wird hier daraus auch entfernt. Ich habe mir hier Daten gesetzt, in welchem Zeitraum ich das Ganze erledigen möchte und Tags. Und diese Spalten, die nennt man Properties. Das heißt, da kannst du ein bisschen rumspielen, zeige ich dir gleich in Ruhe. Aber da kann man eben verschiedene Properties erstellen in diesen Datenbanken und die dann auch geordnet anzeigen lassen. Wenn wir jetzt nochmal auf die einzelnen Punkte gehen, könnte man hier theoretisch auch noch auf Open gehen und dann einzelne Unterseiten erstellen, wo dann zum Beispiel genauer steht, wann ich was mache und wie ich das plane. Aber das hier ist so die grobe Übersicht. So, und das Coole ist jetzt eben, dass es auch verschiedene Ansichten dieser Datenbanken gibt. Das heißt, ich kann auch eine Kalenderansicht wählen. Ist jetzt hier ein bisschen doof, weil ich eben Zeiträume ausgewählt habe, aber theoretisch kann man dann sagen, hey, am 6. muss ich jetzt alle mal Blue machen und das wird dir eben in deinem Kalender angezeigt, auch mit Erinnerung, wenn man möchte. Genau. Aber ich würde sagen, ich zeige dir das jetzt einmal. Und zwar erstellen wir hier einmal ganz basic eine komplett neue Notion-Page. Das Ganze sieht so aus, dann kann man hier einen Titel hinzufügen, nennen wir es mal Wochenplanung. Man kann auch immer ein Cover hinzufügen, da werden einem meistens welche vorgegeben, die wunderschön sind, aber man kann auch selbst welche hochladen. Ich nehme jetzt einfach mal so einen farbigen. Und man kann hier auch Icons hinzufügen, da wird auch immer zufällig einer ausgewählt. Ich finde hier diese Icons immer ganz süß, da kann man auch die Farbe nochmal auswählen. Oder es gibt eine Seite von Notion, da kann ich auch mal den Link verlinken, wo man dann über diesen Link hier wiederum Icons einfügen kann. Genau, naja, aber das ist jetzt mal das Grundprinzip. Außerdem, interessant zu wissen, weil viele das nicht auf dem Schirm haben, diese drei Punkte hier oben. Da kann man nämlich nochmal die Schriftart ändern. Die hier mag ich ganz gerne, bei der verstehe ich, warum es sie gibt, aber die gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Deswegen nehmen wir jetzt die. Und man kann die volle Breite quasi nutzen des Fensters. Das finde ich gerade für große Bildschirme auch immer schön. Zu erstellen einer Seite. Hat man hier jetzt zum Beispiel einmal die Notion Templates, wo Notion selbst schon einige Vorgaben gemacht hat für Seiten. Das benutzen wir jetzt aber nicht, sondern wir starten quasi mit einer leeren Seite und geben das einmal hier ein. So, man kann jetzt quasi entweder über dieses Plus oder über die Eingabe von einem Slash hier auf dieses Fenster zugreifen, wo quasi meine ganzen Baukästen drin sind, die ich so benutzen kann. Wir haben aber jetzt vor, eine wöchentliche To-Do-Liste zu erstellen und da weiß ich, wie mein Kommando heißt, nämlich Template-Button. Und dann erscheint das hier.
Da kann ich mir jetzt quasi diesen Button konfigurieren, den ich auf meiner Startseite hatte. Und zwar, wir können ihn umbenennen. Sagen wir mal, was steht diese Woche an? Zack. Hier unten vom Prinzip her, alles, was jetzt hier eingetragen wird, wird dann immer vervielfältigt, wenn ich auf diesen Button klicke. Das heißt, hier jetzt zum Beispiel ABC. Aber wir wollen das ja alles ein bisschen aufwendiger haben. So, das Problem ist jetzt, ich kann das nicht einfach hier drin erstellen, weil da könnten wir es nicht formatieren und das wäre alles nicht so schön. Das Gleiche, wenn ich das hier unten erstellen würde und einfach reinkopieren. Das heißt, der erste Trick ist, dass wir eine neue Seite erstellen, eine Unterseite. Die nennen wir jetzt meinetwegen wöchentliche To-Dos. Zack, machen wir es noch ein bisschen schick mit einem Smiley. Guck mal. Und dann erstellen wir uns jetzt eine ganz, ganz einfache und simple Vorlage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Samstag und Sonntag können wir mal zusammennehmen. Ihr seht, da werden wir gleich wieder einen Befehl einbauen. Und theoretisch könnte man jetzt hier über diese Pünktchen das Ganze in Überschriften umwandeln. Das will ich jetzt aber gar nicht. Ich möchte erstmal eine andere Farbe haben. Man kann Schriftarten ändern, aber ich möchte eine andere Hintergrundfarbe. Und ich finde ja immer rosa ganz schön. Deswegen nehmen wir rosa. Und ich möchte, dass die Schrift einmal fett und kursiv ist. So finde ich das schon ganz schick. Damit das Ganze aber jetzt nebeneinander ist, damit man Spalten hat, muss man noch eine Kleinigkeit tun. Nämlich, nichts Schweres, wir nehmen den Dienstag und schieben ihn einfach hin. Dann nehmen wir den Mittwoch und schieben ihn einfach hin. Also ihr seht, ganz einfach, Notion ist wirklich sehr benutzerfreundlich, wenn man es einmal ein bisschen verstanden hat. Dann brauchen wir natürlich auch noch unsere To-Do-Häkchen. Die gibt es hier vorgefertigt. Können wir über das Plus einfügen. So, das ist jetzt unser ganz einfaches, grobes Muster. Du kannst hier auch rumspielen, wie du möchtest und hier zum Beispiel noch den Kalender einbauen, den ich auf meiner Startseite hatte. Da gibt es Websites für, die diese Widgets bereitstellen. Aber wir arbeiten jetzt erstmal hiermit. So, wir gehen wieder zurück. Und ihr seht, unser Fenster ist zugegangen. Da gehen wir einfach auf das Rädchen, dann geht es wieder auf. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Seite, die wir kreiert haben, hier in unser Template schieben. Das ist aber noch nicht alles, denn wenn wir jetzt auf den Button klicken würden, würde er jedes Mal eine neue Seite erstellen und uns auf diese Seite verweisen. Das wollen wir nicht, wir wollen es ja eingebettet haben. Das heißt, was wir jetzt tun, so, das brauchen wir nicht mehr, wir wandeln dieses Ding hier in Text um. Das geht über diese drei Punkte, dann geben wir oben hin, Turn into Text. Und jetzt haben wir unser vorformatiertes Template. Was ich jetzt auch immer noch ganz schön finde, wöchentliche To-Dos, wenn wir da noch ein Datum einfügen, also irgendwie Woche XY, können wir hier einen Hashtag als Platzhalter einbauen und damit man weiß, dass man es noch ausfüllen muss, ist bei Notion eh immer nicht schlecht, wenn man so ein paar Shortcuts kann, fügen wir mit Command E hier quasi diesen roten Platzhalter ein. Und wenn wir jetzt auf was steht diese Woche angehen, wir können es hier mal schließen, close, dann erscheint dieses Template und wir müssen nur noch angeben, was weiß ich, Kalenderwoche 38 und sind ready to go. Und das Archiv, wenn ihr das noch haben wollt, ist ganz einfach. Es ist einfach wieder eine weitere Unterseite mit einem süßen Smiley dazu. Icons, hier habe ich schon ein, zack, Archiv. Und wenn ihr das jetzt nicht in diesem großen Format da reinschieben wollt, ist hier der Trick, dass ihr quasi hier wieder auf Turn Into geht und dann Toggle List und dann könnt ihr das nämlich hier drin verstecken, einfach zumachen, hier reinziehen und wenn ihr jetzt jede Woche eure alte Woche hier reinzieht, wird es einfach untereinander aufgelistet. Genau. Das war auch schon die erste Magie. Und die zweite Magie sind jetzt diese Datenbanken, die ihr vorhin gesehen habt. Mit denen kann man tatsächlich viel machen und deswegen erstellen wir jetzt mal eine. Du kannst sie dann auch auf anderen Seiten wieder einfügen etc., aber erstmal musst du überhaupt eine erstellen. Und wenn du jetzt dieses Kommandofeld aufgemacht hast, erscheinen hier eben verschiedene Arten von Datenbanken. Das sind aber nicht unterschiedliche Datenbanken, sondern nur die Darstellung quasi der Datenbank, die du da erstellst. Das heißt, für die Übersicht zum Start finde ich immer einfach diese Tabellenübersicht schön, um alles einmal aufzulisten. Und hier, ihr seht schon, ich habe schon so ein paar Datenbanken, unter anderem meine Master-To-Do-List, die ich jetzt hier einblenden könnte, aber wir machen eine ganz neue. Und wir nennen die jetzt mal, was weiß ich, To-Dos für heute oder Projekte oder ihr könnt ein Literaturverzeichnis machen oder einen Essensplan für die Woche. Alles könnt ihr damit erstellen, was ihr wollt. Ja, das ist so das Simple, was hier vorgegeben ist, aber da können wir natürlich wieder ein bisschen mehr rumspielen. Angenommen, wir erstellen da jetzt wirklich eine To-Do-Liste. Sagen, heute muss ich noch einkaufen. Oder sagen wir, ich muss heute noch kochen, ich muss heute noch Wäsche waschen, ich muss heute noch E-Mails beantworten und
Ich muss irgendwann demnächst auch noch ein Geschenk besorgen für eine gute Freundin. So, also erstmal komplett random aufgelistet, was dir gerade so einfällt, was du noch tun musst. Und wie man das Ganze jetzt ordnet, zeige ich dir. Und zwar, diese Spalten nennt man Properties. Da gibt es verschiedene Arten von, die man erstellen kann. Unter anderem diese Checkbox, die finde ich immer super für To-Do-Listen, macht ja auch Sinn. Ich schiebe die mich immer nach vorne, dass sie nicht stört und behalte die erstmal. Da mache ich erstmal nichts weiter. Dann die Tags finde ich auch super sinnvoll. Zum Beispiel kann man jetzt sagen, Kochen gehört zum Haushalt. Was jetzt bei den Tags ist, da ist quasi eine Mehrfachauswahl möglich. Das heißt, ich kann sagen, Kochen ist Haushalt, aber auch Hobby. Und was ich zum Beispiel für meine Teilung der Master-To-Do-List gemacht habe, ist, dass ich hier nicht Tags hatte, sondern die Property bearbeitet habe und aus dem Multi-Select ein Single-Select gemacht habe. Und jetzt kann ich eben sagen, das hier ist Haushalt, das ist auch Haushalt, E-Mails ist Arbeit und Geschenke ist privat. So, habe ich das geordnet schon mal. Dann kann ich zum Beispiel auch noch ein Datum hinzufügen, wann ich das erledigen möchte. Zum Beispiel ein Geschenk möchte ich gern am 9. Dezember kaufen, weil da habe ich Geburtstag. Und ich kann mich auch erinnern lassen, dass ich das eben kaufen muss. So, ist jetzt erstmal nicht weiter relevant, steht auf jeden Fall hier. Dann gibt es natürlich noch lauter viele andere Spielereien, die man hier einfügen kann. Zum Beispiel sowas wie ein Status, dass du sagst, ey, ich habe damit schon angefangen oder ich muss das noch erledigen. Außerdem kannst du zum Beispiel, wenn du eben Literaturverzeichnis machst oder Rezepte oder so, kannst du hier Links direkt einfügen, die zu Webseiten führen. Also da kann man sich wirklich ausdrucken. Genau. Und das Spannende ist jetzt eben, wie man diese Datenbanken darstellen kann. Zum einen, wenn du jetzt in dieser Tabellenansicht bist, kannst du Filter einfügen. Ich habe da gerne den Checkbox-Filter und sage, ich möchte alles sehen, was unchecked ist, also was nicht angekreuzt ist. Bedeutet, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe das Geschenk schon besorgt und das ankreuze, verschwindet das aus meiner Liste, was ja praktisch ist, weil ich muss es ja dann nicht mehr besorgen. Außerdem, was ich angewendet habe, wenn du es auf verschiedenen Seiten angezeigt haben möchtest, kannst du es jetzt eben nach diesen Tags sortieren und sagen, ich möchte jetzt nur das sehen, was ich heute im Haushalt machen muss. Und hast dann eben nur das, was du im Haushalt machen musst. Genau, das ist so die Ansicht der Tabellen, wo man sich so ein bisschen austoben kann. Um euch die weiteren Ansichten zu zeigen, fülle ich jetzt hier bei Kochen noch ein bisschen was aus. Da schreibe ich nämlich dazu, ich muss erstmal überhaupt noch einkaufen. Dann muss ich Kartoffeln kochen. Kartoffeln, ja. Kartoffeln schälen muss ich erstmal. Das ist noch wichtig. Kartoffeln kochen und dann will ich sie essen. Das ist jetzt nur eine ganz, ganz grobe Übersicht. Aber ihr seht hier übrigens, das habe ich noch nicht angesprochen, wenn ihr hier auf Open geht, gehen eben quasi nochmal so Unterseiten auf, wo ihr hier richtig viel Platz habt, nochmal alles möglich zu gestalten und darzustellen und Pläne zu schreiben. Jedenfalls seht ihr jetzt hier, haben wir das mal grob geschrieben. Und das Coole ist jetzt, dass es zum Beispiel eine Galerieansicht gibt. Das heißt, wenn ich das so darstelle, wird mir gleich angezeigt, was ich in diese Subpage geschrieben habe und was zu tun ist und wem ich noch schreiben muss und was weiß ich. Das kann man eben in dieser Galerieansicht ganz schön sehen. Oder es gibt die Form eines Kalenders. Ihr seht, es gibt noch ein paar andere, aber das sind so meine Lieblingsformen, wo ich dann eben kalendarisch, wenn ich ein Datum angegeben habe, ordnen kann, was ansteht. Und ihr seht, am 9. Dezember muss ich ein Geschenk besorgen. Genau, das waren jetzt mal so die zwei coolsten Sachen, die ich bisher gelernt habe. Da gibt es natürlich noch super viel mehr und ich hoffe, ich kann euch vielleicht in der nächsten Zeit noch mehr zeigen. Da werde ich allerdings noch ein Video brauchen, denke ich. Und ja, sonst schreibt doch mal gerne, was ihr gerne noch sehen wollen würdet. Ein Anliegen habe ich aber noch, da ich in letzter Zeit jetzt so viel mit Notion beschäftigt war, dachte ich, ich kann euch ja auch mal eine Freude machen und euch ein paar Templates bereitstellen. Und zwar habe ich einmal ein Back-to-School-Template erstellt und ein Back-to-Uni-Template erstellt. Das ist jetzt hier mal so der erste Entwurf, das heißt, es ist noch nicht final. Aber wenn dieses Video online geht, werdet ihr die Links dazu auch in dem Link in meiner Biografie finden und dann könnt ihr sie kostenlos benutzen. Wie gerade schon gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Deswegen schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr davon mehr haben wollt.